Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja. Kurz zum Ende des Spiels finde ich heraus, wenn man auf den rechten Joystick drückt, dass man einfach alles hier sehen kann. Direkt aussehen kann. Schön, dass es mir jemand gesagt hat in diesem Spiel. Nämlich niemand. Und dann beute ich wieder zurück. Denn höchstwahrscheinlich haben die Gitarre-Verstärker gar nicht angeschaltet. Also den Verstärkersystem. Na, Gitarrenverstärker. Ist es an? Leuchtet? Es leuchtet. Okay, das bedeutet, es ist an. Vielleicht ist das ja die Rätselslösung, weil wir ja die Gitarre nachspielen müssen. Da steht sogar die ganzen Buchstaben. Was macht der eigentlich? Oh. Ich glaube, da hing jemand. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Oh, Typ ist ein echter Psychopath. Kurzzeitgedächtnis, wenn man einen Tag lang nicht aufnimmt oder 2 Tage. Nein, einen Tag. 2 Tage? Keine Ahnung. Schon hat man die Hälfte wieder vergessen. Wenn man nebenbei auch noch andere Spiele spielt. Stimmt, der Schlüsselmeister hat uns ja dann ein Rätsel gestellt. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Da war ja was so. Jetzt muss ich das Bild hier wieder raussuchen. So. So, als erstes E. Zum. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. Dann muss ich da. Na, ich muss das von der Gitarre ausmachen, dann wäre das erste ein E. Dann wir mal auf der Gitarre spielen. Oh, hier gibt es kein B, hier gibt es nur ein H. Das wäre B. Also das wäre diese Taste hier. Dann G, das wäre. Das hier. Bei allen anderen stimmen die Zeichen, das war jetzt D, ne? Als nächstes kommt E. Das passt hier auch. Wieder gehe. Hey, das rockt. Es ist ja grauenvoll. Schalt das ab! Das war lustig. Hast du jetzt deine Kopfhörer auf oder nicht? Aha, okay. Kann man aber was mit dem Radio jetzt noch machen? Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Okay, trägt es immer noch. Kann man eigentlich mit dir schon hier?
Das wollte ich nicht. Siehst du dieses Licht? Halleluja! Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Jetzt wirklich, wo ist das Omega, Harvey? Sagst du es mir? Wo ist hier das Omega? Zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey. Es würde schöne Scherben geben. So, und dann einmal kann man das verschriften. Help. Was war das für ein Schrei? Ich habe so ein ungutes Gefühl. Und das war echt makaber. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Harvey verbirgt wohl etwas. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. Ew. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Als Edna. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Das ist wohl wahr. Briefkasten. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Verzeihst du mir? Oh oh. Er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Also, Edna. Jeder soll jetzt auch noch mal Briefkasten. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Raucherzwerg, Meerzwerg. Die zeigen doch alle hier nach oben, ne? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ja, Edna, dieser hier. Der hier war's nicht. Okay, ich seh's schon kommen. Müssen alle kaputt machen. Der hier war's nicht. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Dann kann es ja nur noch der hier sein, wie ich vorher jetzt schon gesagt habe. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Django Na, Mango. Denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Ja, Edna, wenn du wirklich mal auf die Zwerge geguckt hättest, dann wäre es auch beim ersten Mal gewesen, so Haustürschlüssel. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein, er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Oh, Edna. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Erinnerst du dich an mich? Ich bin es.
Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Ja, Edna, du bist vollkommen normal. Die ist abgeschlossen und doppelt gesichert. Hey, geh auf! Sie war schon immer schwerhörig. Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Aber Alu ist doch jetzt ein Energiewesen. Ich bin es. Es wird ihm... Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Hallo, Edna. Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna. Nein, nein, nein. Okay, die Edna wird langsam wieder wach, ne? Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Okay, kann man die Handschuhe mitnehmen? Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Die sind nur... Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Du siehst aber platt aus. Ja, das Leben ist grausam. Ja, jetzt spielt man, redet mal wieder mit Gegenständen, hm? Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Ach, Harvey. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Deswegen willst du es nicht nehmen, okay. Komm, Rasenmäher, komm. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Die Kettensäge, bitte, Harvey. Ich habe hier eine Hake. Die gehört mir bereits. Mit Tropfen kannst du die benutzen. Wozu? Schneeschaufel? Wir haben noch Herbst. Aber einen Spaten können wir mitnehmen. Iskolo. Wozu? Es liegt kein Schnee und ich sehe... Wozu? Dann hat nicht. Können wir mit der Zange vielleicht. Oh, können wir die Scherben mitnehmen? Er hat angefangen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Oh, nö, wir müssen. Ist wahrscheinlich wieder ein Schlüssel zusammensetzen. Natürlich, unser Schlüssel ist ja kaputt. Nee. Unser Schlüssel ist ja kaputt. Wo ist die Zange da? Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen. Da war ich ein bisschen zu schnell mit dem Text, aber egal. Das machen wir mal wieder weg. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Und dann benutzen wir es doch damit. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Die Tür ist dann höchstwahrscheinlich auch abgeschlossen. Die gehört dir bereits.
Den stecke ich da so bestimmt nicht wieder rein. Ach, ich noch. Zu. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Echt damit rausschaufeln? Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Dingel. So, also wir spielen Edna bricht aus, aber jetzt brechen wir ein, ne? Ofen, die sagt man ja schon in der Vergangenheit nutzt das, deswegen mache ich ja jetzt nichts weiter. Funktioniert Wasserhahn ja eigentlich, ne? Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Ew, Edna. Edna, geht's dir gut? Ich glaube, Ednas gehört im Rausch. Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich. Halleluja. Immer für Schritt hier ab. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Das ist bereits meine, glaube ich. Die klemmt. Na denne. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Und dann schauen wir nochmal. Hier, Pflanze ist hier vielleicht auch. Pflanze irgendwas? Ist tot. Wozu? Mal gut, wenn jetzt 10 Jahre niemand war. Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Meine Klamotten dürften. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Hallo? Mäntel des Schweigens. Mäntel des Schweigens. Geil. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Er ist unbrauchbar. Nein, der hing immer da. Können wir Spiegel zerbrechen hier? Lass uns den Spiegel zerschlagen. Nein, ich bin unglücklich genug. No. So, dann einmal hier nach oben. Was haben wir denn hier? Arbeitszimmer, Bad, Schulzimmer, okay. Dann machen wir noch dein Arbeitszimmer hier. Feuerzeug, dann können wir doch den Ofen anzünden. Das Feuerzeug meines Vaters. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. Warte mal kurz. Achievements. Das ist ja irgendwie Mond mit dem Licht, ne? Armer Mann im Mond. Mondleuchter. Müssen hier vielleicht das mit der. Hier in Feuerzeug mit. Im Arbeitszimmer steht sie genau richtig.
Ich lasse lieber alles so, wie es war. Müssen wir vielleicht... Hey, das ist ja ein Bild von mir. Das ist Mattes Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. No. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder runter. Denn ich glaube, wir können uns jetzt gleich einen Schlüssel zusammenbauen. So, Ofen. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Was einmal so, dann das hier mit rein. Und dann... die Taste hier. Okay, so. Vielleicht hilft das ja weiter. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Prozess, Leute, Prozess. Immer, das ist auch dann die vorletzte Folge. Na, dann kommt ja in der nächsten Folge schon das Finale. Ja. Hallo? Das war jetzt komisch. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wenn man L und R gleichzeitig drückt, kommt das hier. Okay. Genug damit. Kinder, so. Das Gold ist fertig. So, dann müssen wir jetzt nur noch... das hier miteinander verbinden. Gute Idee. Das ist schon ausgewählt. Gold in die Form. So. Dann einmal das hier. Ja, bitte fass aus wie ein Edna. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Achievement, Schlüssel. Ach, jetzt bekomme ich es. Okay. Haben wir noch ein Feuerzeug, ne? Wollen wir den Mond anzünden? Nein, Harvey. Wir sind ganz normale, geistig gesunde Durchschnittsbürger. Dr. Marcel ist derjenige, der verrückt ist. Und das werden wir beweisen. Und wenn wir es bewiesen haben? Ja, dann können wir den Mond anzünden. Yippie! Tatsache. Tatsache, okay. Ja, gut, ich mach die Tür auf und will dann. Okay, ich merke schon, das ist ziemlich blöd, man alles angeblendet ist, so. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier erstmal nach oben. Gehen dann hier ins nächste Zimmer. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Edna bricht aus. Bis dahin, tüdelü.